Okay, diesmal mit dem richtigen Plan. Diesmal mit dem richtigen Plan. Ja, erstmal nicht entdeckt werden. Ich bin Deckung. Ich würde mal den da vorne. Oh. Ja, so viel zum Thema Bullet Drop. Erstmal erstmal zu hoch zielen. Und dann auch noch beide. Läuft. So, einen wunderschönen, liebe Zockermeinschaft. Wir sind wieder zurück in Wildlands. Mit dabei wieder der Happy. Moinsen. Und der Wenzel. Ein wunderschön. Und ja, ich sag dazu mal nichts, was da liegt. Das ist völlig egal. Ja, das ist, Deko. Ja. Gehört zur Karte. Die Drohne ist oben. Hier ist ein Störsender, ich sehe nichts. Die scheiß Drohne funktioniert nicht, sie wird gestört. Boah, das fängt ja jetzt schon mal gut an. Aufpassen, wir haben ein Geschützturm. Hättest du mal ein Fernglas genommen. Ja, wie war das mit, Oh. Schießt du gerade auf eine montierte Waffe? Nein, da war einer drin. Achso. Sowieso ein Thema Fernglas auf Aufklärung ist nicht nötig. Wände musst du schon richtig treffen. Wer auch immer das gerade war. Mann. Yep, drop the bullet. Da hinten ist auf jeden Fall da hinten ist auf jeden Fall der Jammer. Also wenn du... Wie kann man den Jammer denn wegmachen? Mit einer Granate? Granatwerfer? Nee, weiß ich nicht. Aber du kannst ihn auch ausschalten. Oben ist einer, Vorsicht. Aua. Ich glaub, die wissen das. Wow. Feuerwerk! Die wissen, dass wir da sind. Ja, jetzt wissen sie es ganz bestimmt. Und ich guck noch genau in den Mörser rein, ey, der auf mir runterkommt. So ein Scheiß. Oh oh. Ey! Granate kommt. Oh, Granate! Oh, die haben aufgemacht! Ach, ich hab die Energie weggenommen. Ha! Die Granate war perfekt, würde ich sagen. Mercer ist down. Sehr gut. Also zumindest ist der Typ, der dran stand. Ja, das reicht schon. Energie haben die keine, also Verstärkung können sie nicht holen. Ich bin tot. Ja, aber auch. Okay, merken. Ein anderes Scharfschützengewehr sammeln, holen. Das war knapp. Das, was ich habe, ist, ja, nach jedem Schuss muss er nachladen. So nach dem Motto. Das ist irgendwie kack, yes. Irgendwas sieht mich? Abschuss, ich hab's nicht mehr. Okay. Ich gehe mal schnell zur Tanke. Mir einen Snickers holen oder so. Mit dem Nachschub können wir uns wohlwollend von den Rebellen verdienen. Das war wieder länger dauert, ne? Ja. Bevor ich hier zu Diva werde. Ah, und das ohne zu sterben, wir sind sowas von gut. Eigentlich den Teufel an der Wand. Ich habe einen Hinweis auf ein Kartellgefängnis in einem Dorf namens Rosario. Dort halten sie viele Sympathisanten gefangen. Auch das mieseste Gefängnis für ein Buch. Ja, im Wachbüro sind vielleicht Hinweise zu den Vermissten. Das sollten wir überprüfen. Da ist eine Kartellauszeichnung.
So, meine Auszeichnung. Ich würde gerne den Mörser mitnehmen. Mörser to go. Ja, ich will auch mit dem Mörser schießen. Die ganze Zeit, so wie die. Sowas geht, glaube ich. Nennt sich Granatlauncher, Werfer oder so. Ja, aber nicht so. Ja, nicht so. Ja, danke, Alter. Ich fass es nicht. Der rennt da voll rein. Ich wollte raus. Oh Mann, ey. Happy und ich stehen da so. Und Björn, ich geh da mal. Ich wollte aus dem roten Kreis raus. Warum ist er so groß? Warum rennst du da rein? Nein, ich rannte da raus, aber der war so groß. Nein, du standest außerhalb. Nein. Als er da war. Doch. Auf Björn hat den also für, den Tod genommen. Für mich ja. Sah es rot aus. Oh Mann. Jo. Gut. Dann würde ich mal sagen, Richtung C, weil da gibt es ein Helikopter, den wir nehmen können. Ist ja hier auch gleich um die Ecke. Dann haben wir auch schon wieder ein paar Sachen. Ich brauche dein Auto, Bruder. Raus da. Ja. Bleib doch. Man kann denn auch ein Auto nehmen, ja. Moment! Das sagt er jetzt schon wieder. Loot. Oh. Hier gibt's Essen. Boah, Alter, nicht dein Ernst. Man kann auch nicht mehr. Man kann auch nicht Essen einfach so da draußen herumstehen lassen. Unter den ganzen Leichen. Aber hier sollten wir vielleicht nicht so nah ran, weil hier sind ganz viele Viecher. Ach, hier war jetzt, kann ich mich erinnern. Yep. Okay, diesmal mit einem richtigen Plan? Diesmal mit einem richtigen Plan? Ja, erstmal nicht entdeckt werden. Ich bin Deckung. Ich würde mal den da vorne. Oh. Ja, das so viel zum Thema Bullet Drop. Erstmal zu hoch zielen. Und dann auch noch beide. Läuft. Die Rebellen lenken ihre Aufmerksamkeit ab. Hä? Rebellen? Also, hast du versteckt? Ich hab ne Idee. Wir haben noch Leute. Deckung, wie mach ich C? Y? Nee, weg! Ah, X. Kacke! X! Ah. Was hast du gemacht? C. Ich bin unter Beschuss. Ich wollte mich hinlegen. Das war knappi. Was wäre ich gestorben? Oh. Der Mörser der Rebellen macht sich ans Werk. Ach, jetzt kommt noch Mörser. Das war ich. Sehr gut. Hoffentlich nimmst du ein paar mit. Au. Von wo denn? Wie war die Tanke in der Luft? Ich bin weg. Wir hören immer mit der Ruhe. Kabum! Ich war ruhig, ich habe das Chaos genutzt, um näher ranzukommen. Ziel am Boden! Au, 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 au! Granate fliegt, nehmt das! Oh, pass auf, da steht der Hubschrauber! Gleich kommt, da stand der Hubschrauber. Oh! Das war ein Rebell. Ja, da stand der Hubschrauber. Ach, nö. Noch ist er nicht explodiert. Mhm. Er brennt nur ein klein bisschen. Oh. Und ist schwarz. Jetzt ist er jetzt explodiert. Ist er explodiert. Ja, so wie ein Hubschrauber. Was parkt die Hubschrauber auch da? Echt? Da kommt man so schön Mörser hin abfeuern. Hätten sie ja hier ruhig hier oben hinstellen können. So, nee, was steht denn drauf? Eine Bestellliste? Ich nehme ein Snickers. Nehm Bounty. Nimm Twix.
Oh ja, Twix. Aber nee, Twix Bounty. Bounty Twix. Das wäre nice. Ey, Macker, hier ist keiner mehr. Ach, jetzt können wir in einer kaputten Zapfsäule in Deckung gehen, wo man durchschießen kann. Ja, dann würde ich sagen, ab. Geil, ey. Dann würde ich, würd ich mal sagen, holen wir uns ein Auto. Finde den Fehler. Hat jemand ein Auto? Nee, aber da kommt ein Hubschrauber. Was ist damit? Aha. Was er hat. Lol. Ernsthaft? Wie sollen wir denn hier rauskommen? Wow. Ich habe mal uns ein Auto bestellt. Los geht's. Die Frau im Kofferraum. Überhaupt nicht auffällig. Alter, wie fährst du? Ja, ist glatt. Glatteis. Kommen wir hier lang? Jupp. Und das Auto ist... Ja, dann nehmen wir den Weg. Wow. Was hast du denn da? Ja, der lässt sich ganz komisch fahren. Das Lama-Fahrzeug. Alles safe. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Da hinten steht ein Hubschrauber. Ja. Ich würde fast sagen, hier vielleicht und dann aus der Ferne ein bisschen rumgucken. Was haben wir denn da drüben eigentlich? Drohne fliegt. Da ist auch auf jeden Fall einer. Ach, da hinten ist auch einer. Da ist ein Luftabwehrsystem. Wir haben Alarm am Start. Oh. Da scheint ja einiges zu sein. Aufpassen. Ja, ich würde sagen, zum Hubschrauber sind wir schon mal vor, oder? Ich mache mir den Alarm weg. Klappt das? Ja. Ja. Alarm ist weg. Den Alarmlamm gelegt. Und den zweiten Alarm? Ist auch weg. Okay, der eine hat uns fast gesehen. Ich glaube, bei denen ist trotzdem Alarm gerade, oder? Ja. Okay. Aber die haben uns noch nicht entdeckt. Doch jetzt. Oh, da unten sind auch noch welche. Ja, yep, die kamen gerade an. Leg dich hin! A, X, B, C, E, Y. Was soll ich nochmal hinlegen? Das war X. Hä? Wo schieße ich denn hin? Wo ist denn der? Ach, da. Okay, alles safe. Da ist keiner mehr. Da hast du dir aber Zeit gelassen. Aber wir sind nur gejagt. Also sind jetzt nicht mehr. Jetzt ist alles wieder safe. Echt? Bei mir? Ich bin noch im Kampf. Ich auch jetzt. Gerade. Macht 5 Tangos. Können wir den irgendwie versuchen ja, passt. Der wird jetzt nichts mehr sagen. Würde sagen, sieht erstmal gut aus. Wie gut sind die Mörser der Rebellen? Oh. Wie die Mörser einfach aus deren Base rauskommen. Überhaupt nicht auffällig. Ich glaube, das hat nicht so viel gebracht.
Nee, nicht wirklich. Ich schleiche mich mal dafür ein bisschen. Dafür rennen sie jetzt aufgeregt hin und her. Ah, ich glaube, das hat was gebracht. Mal schauen. Da ist noch ein A. Vielleicht können wir das wegmachen. Vorsicht, dahinter müsste einer sein. Granate fliegt. Nee! Oh, ja, im Gebäude. Mhm. Da sind ganz schön viele. Der Tango ist hin. Tschüss, Hubschrauber. Der war bestimmt nicht wichtig. Ich benutze den mal als Versteck, vielleicht sieht mich keiner. Das wollte ich auch mal, da haben sie auf den Hubschrauber geschossen. Oh, Scheiße! Wenn du aufgepasst hättest, wäre das nicht passiert. Pass auf, Happy, da ist ganz viel böses Zeug. Da ist eine Kartellsendestation. Machen wir ihnen Feuer unterm Arsch. Wir Moment. Springen die Tür und schalten sie ab. Ah, Vorsicht, da sind welche im Auto. Wie kann ich mich nochmal hinlegen? C, C. Mir geht's gerade nicht gut. Nochmal Glück gehabt. Puh, was ein Stress hier. Oh, hier sind Lilane. Hallo? Renn halt weg vor mir. Ich lad mich mal auf. Mal auf munitionieren. Scheint alles safe zu sein. Ich schick meine Drohne los. Vielleicht sind hier noch ein paar. Drohne fliegt. Versteckt oder so. Bestimmt. Auf die Schnelle sehe ich hier keinen. Ach, gut, dass wir den Alarm ausgeschaltet haben, sonst wäre jetzt hier Alarm im Darm. Die Sprengladung ist scharf. Ich spreng den Dings da. Okay. Der kann Sachen kaputt machen. Oh, hier ist ein Autowagen mit einer Minigun. Nice, den müssen wir uns behalten. Was? Wo hast du das entdeckt? Na hier. Sieht so aus, als ob das Kartell wertvolle Gefangene in La Cárcel de Pueblo unterbringt. Das ist in den Bergen. Wenn die Gefangenen so wichtig sind, dann wissen sie vielleicht etwas über die Vermissten. Wo hast du den Kartellorden gefunden? Da auch im Gebäude. Hast du doch auch gekriegt, oder nicht? Nein. Den muss jeder einzeln sammeln. Oder? Hier links. Hier, dann, wenn der hier nicht ist, hast du ihn. Lol, warum, okay. Davor muss man aber hier immer jeder einzeln sammeln, die Orden auch. Okay. Ich sehe eine Waffenkiste. Waffenkiste. Passt gut zu meinen Stiefeln. Ja, dann ist hier schon, oder? Scharfschützengewehr, langer Lauf. Nice. Wir können hier im Gebäude noch die kleine Mission machen. Yep, die kommt auch gleich. Da oben drin, okay. Jetzt die Frage, wo gehen wir rein? Wir können wieder von drei Punkten aus reingehen. Mhm. Wo denn? Also ich sehe nur zwei Punkte. Zwei? Granate fliegt. Hola, Ups. Geht los? Eine ist offen. Ups. Okay, wir müssen. Das war, ich wollte C4, aber ich hatte eine Granate. Der Kerl ist tot. Wagen mit montierter Waffe. Einer ist weg. Kommt von der anderen Seite. Hab ich. Ein Rebell ist hier.
Hier oben sind ein paar. Da ist noch einer, genau. Ansonsten ist noch oben einer. An der Treppe, der kam ja gerade die Treppe runter. Ist die Frage, ist es oben oder unten? Oben. Ich würde sagen, ganz oben. Ich drück mal ein paar Tasten. Super. Die Störung der Kartellkommunikation macht es leichter für die Rebellen. Eine gebrannte CD. Stimmt, ein gebranntes Spiel. Gib mir die Hand des Toten, die Beine schnell ins Fass. Ich arbeite mit Leichen, so wunderschön und blass. Ja, wie kann man jetzt bei G nochmal... Verschwinden mit Zauberhaft. Mit 4. Die 4 drücken. Okay, da hat jemand Spaß mit Leichen, sagst du? So, ist hier noch irgendwas? Ich glaube mal. Theoretisch wären noch im Norden 3 Aufklärungsdaten. Wie viele brauchen wir eigentlich, weißt du das, damit man alle hat? Oh, das kann ich dir nicht sagen. Ja, dann wäre das nächste Ziel C, aber ist ganz schön weit weg. Können wir einen Helikopter rufen? Wir haben noch ein schönes Auto. Dann fahren wir mit dem Auto. Moment, ich fahre. Dass das nur eine gute Idee ist? Okay. Aber ich glaube, die Folge ist auch rum, oder? Ja. Tja. Dann wir machen mal alleine weiter. Ja. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Moment. Das sieht einfach so bestimmt raus. Hier ist Erste Hilfe. Es ist so passbar, der Kerl. Er springt okay, einfach raus. Wir machen das so, du gehst ans Geschütz und ich fahre. Die Bühne sitzt auf dem Beifahrersitz. Ja, okay. So, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und denkt dran, Leute, immer schön den Lachs auf den Tisch knallen, ne?